1:1 Ausgleichstreffer und wird gleich das Spielfeld verlassen. Erstmal Abstoß Dynamo Schwerin. Kapcik mit dem langen Ball nach vorne. Friedrichsdorf verlängert und dann ist wieder der Doppeltorschütze Schmidt da. Der schickt Wilk in den Lauf und Lippmann hat da den Ball erst im Nachfassen und leitet den Gegenstoß ein. Über Wag. Der hat Platz. Der hat viel Platz. Der muss gehen. Der hat so viel Platz. Schickt Mohr in den Lauf. Westphal. Schöne Szene gesetzt von Mohr. Und er holt die Ecke raus. Ecke Mohr. Kapci. Klärt Misov. Lässt den Ball zum Einwurf ins Ausgehen. Führt den Einwurf selber aus. Auf Westphal. Lippmann. Wag im Nachschuss! Aus der zweiten Reihe. Knapp vorbei. André Korff verletzt und wird daher jetzt ausgewechselt. Jetzt lebt so ein Spiel natürlich von der Spannung. Unterzahl bei Dynamo. 1:2 der Spielstand. Und dann kommen jetzt nur noch die langen Bälle von Dynamo, die der SV Post derzeit problemlos abfängt. Wieder Einwurf für die Schweriner vom SV Post. Rausgeholt vom immer ehrgeizig kämpfenden Thomas Wag. Das ist schon ein Urgestein beim SV Post. Seit 15 Jahren trägt er das blau-gelbe Trikot. Hat einen Bruder, Peter Wag, der spielt beim MSV Pampo, trifft dort regelmäßig ins Tor für die Pampoer. Aber auch der ist groß geworden beim SV Post und wechselte vor 3 Jahren dann zum Vorstadtklub. Abschluss Dynamo. Und Schmidt schnell ausgeführter Freistoß jetzt vom SV Post. Reisenauer. Ah, schön, Tobi, komm! Und Sie hören, auch außerhalb des Platzes wird die Partie jetzt energisch ausgetragen. Viele Reinrufe auf beiden Trainerseiten. Weiter Druck aufbauen, weiter! Und der SV Post jetzt fast nur mit langen Bällen unterwegs. Spielt die Überzahlsituation nicht konsequent genug aus. Jonas Scheidt. Zeit hat Platz. Wag in der Mitte stark auf Jonas Scheidt zurück. Wieder Wag. Der geht vorbei und zieht ab aus der zweiten Reihe. Und dann gibt es den Freistoß für den SV Post nach dem Foul von Wiesel. Und dann
übernimmt jetzt Tobias Mohr die Verantwortung. Zahlreiche Freischusstore die Saison schon erzielt. Den letzten im Heimspiel am 1. Mai gegen Turbine Schwerin. Und er kann das eigentlich. Ein Grund, warum er zur SG Dynamo 3 wechseln wird. Seine Standards, die gefährlichen. Und auch die kommt exzellent. Knapp am Tor vorbei. Du, ich brauche keinen neuen Verein mehr. Ich bin jetzt hier. Abseits. So, der Ball ist mal aus nach schönem Einsatz von René Westphal. Der ist einsetzbar auf allen Positionen beim SV Poschwerin. Also der spielt regelmäßig Torwart, spielt regelmäßig den Stürmer oder den Mittelfeldspieler auf allen Positionen universell einsetzbar. Und dann gibt es hier die gelbe Karte für Dynamo. Zu Recht, Freistoß jetzt wieder über Reisenauer von links. Fast alle Feldspieler jetzt im Strafraum der SGD. Sauer. Verlängert auf Lippmann, aber der Ball ist kein Problem für die Dynamo-Keeper. Sie sehen, da geht direkt schon René Westphal rauf. Der ist nicht tot zu kriegen. Der hat ein Laufpensum. Stark, herrlich in den Lauf von Jonuscheid, aber der ist zu lang für den 29-Jährigen. Den erreicht er nicht mehr. Abstoß Dynamo. Und wenn Post jetzt noch einen Gang anzieht, dann wird es hier nochmal eng. Nur dann müssen die Angriffe konsequenter vorgetragen werden. Schmidt für Dynamo. Und das ist Mathé durch. Mathé ist durch, völlig frei vom Keeper. Da nimmt er den Ball nicht an und versemmelt diesen Ball kläglich. Hat alle Optionen, den Ball reinzulegen, den Ball früher aufs Tor zu bringen. Aber diese Situation hat man schon des Öfteren in der Saison von ihm gesehen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum der SV Post ohne großen Widerstand den Wechsel zum SV Plate in Kauf nimmt. Zur kommenden Saison möchte man neu strukturiert mit einem frischen, jungen Kader in die Saison gehen, um dann